Ich habe gerade eine ultra busy und aufregende Woche hinter mir. Ich kann nicht mehr. Ich bin erschöpft. Designt euch euer Leben, was euch passt und gut tut. Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem Vlog. Ich mache mich gerade fertig. Ich bin gerade noch am Make-up machen, aber dachte, ich begrüße euch hier einmal und erzähle euch, was ich dieses Wochenende so vorhabe. Ich habe gerade eine ultra busy und aufregende Woche hinter mir. Es war wirklich richtig viel los und ich war teilweise super erschöpft zwischendrin. Und deswegen dachte ich mir, plane ich dieses Wochenende mal so ein bisschen durch, dass ich gut erholt sein werde, aber trotzdem erfüllt und auch trotzdem produktiv sein werde. Heute ist Freitag und heute wird mein Self-Care Friday. Ich werde heute alles ein bisschen langsamer angehen und versuchen, mir einen richtig schönen Tag zu machen. Und heute Abend steht dann ein Selfcare-Programm an mit Baden. Einfach gucken, was ich möchte, ob es YouTube ist oder was auch immer. Ich habe so viele Sachen offen, die ich noch gucken muss, wo ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Zum Beispiel ist das Attack on Titan-Finale draußen und ich habe es noch nicht gucken können. Es sind super viele YouTube-Videos released, die ich gucken will noch. Ich freue mich heute aber auch aufs Arbeiten, weil diese Woche war wirklich ultra nice. Also ich hatte so eine coole Arbeitswoche. Ich freue mich heute nochmal so, das zu finalisieren. Dann morgen wird ein bisschen actionreicher. Ich habe morgen wieder einen Workshop im Pro-Studio. Und ich habe morgen auch einen Nageltermin. Because this is grown out. Morgen kommt auch meine neue Kamera an. Ich habe jetzt in der Black Week zugeschlagen, weil ich die ganze Zeit schon mit einer Kamera gedanklich rumspiele. Und die war einfach 36% reduziert. Also musste ich zuschlagen. Und am Sonntag steht wahrscheinlich wieder Sunday Reset an. Also die Wohnung schön putzen und ins Paul-Studio gehen. Und ich freue mich sehr auf dieses Wochenende. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. To be honest, Leute, ich bin zurzeit so glücklich und dankbar, wie abwechslungsreich mein Leben ist. Sowohl der Job war diese Woche extrem abwechslungsreich und hat ultra viel Spaß gemacht. Meine größte Angst war immer, dass ich irgendwann ein Leben lebe, wo ich jeden Tag das Gleiche mache. Und das ist definitiv nicht der Fall zurzeit. Der Job ist abwechslungsreich, mein Leben ist abwechslungsreich. Ich habe so viele Hobbys und ich liebe es, dass ich die irgendwie alle ein bisschen unter einen Hut bekomme. Also nicht komplett, aber ich bekomme schon vieles unter einen Hut. Ich lese viel, ich gehe viel zum Pole, ich mache mein Bullet Journal, ich kann irgendwelche Serien gucken und so ein Scheiß. Also ich kriege schon sehr viel unter einen Hut. Und das love ich. Ich mache mich jetzt zu Ende fertig. Ich werde meine Haare auch noch machen. Und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben. Ich bin fertig gemacht. Ich habe gefrühstückt schon. Und der kleine Bobby. Beide sitzen hier. Oh, guck mal hier. Geschwisterliebe. Naja, auf jeden Fall setze ich mich jetzt an den Schreibtisch und arbeite. Aber ich versuche es mal heute so schön wie möglich zu machen. Ein bisschen Entspannung auch während der Arbeit zu haben. Aus der Badewanne und ich fühle mich so entspannt und gut und aufgewärmt und ich habe sturmfrei. Das heißt, ich kann jetzt meinen Girly-Abend hier komplett genießen und komplett eskalieren und ich werde jetzt ins Bettchen hüpfen und Videos gucken und Musik hören und machen, worauf ich Bock habe. Let's go! Thank you.
das. Ich habe diese gesamte Packung an Snacks aufgegessen. Habe drauf geguckt, es waren über 450 Kalorien. Aber ich fühle mich so, als müsste ich noch was essen, weil ich keine Nährstoffe zu mir genommen habe. Und deshalb verbiete ich mir auch nicht noch was zu essen, sondern mache mir jetzt noch was zu essen. Ich habe gerade zufällig aus dem Fenster geguckt und es schneit einfach. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Alles zugeschneit. Wow. Ihr müsst wissen, ich liebe Schnee. Ich finde es so schön. Da war ich gerade richtig happy. Oh mein Gott. Ich muss jetzt schon los. Ich habe so schlechte Laune heute. Ich weiß nicht, warum ich immer so schlechte Laune habe. Na, ich muss los. Es geht zum Workshop. Let's go. That's what I'm here for. Yeah, yeah, yeah. Kaputt und ich mache mir irgendwie direkt so mental Vorwürfe oder denke, ich werde alt, weil ich keine Energie mehr habe. Dabei habe ich meine Energie diese Woche einfach für andere Sachen aufgebraucht und der Workshop war auch echt anstrengend. Also es war mega schön und ich habe mich so gefreut, Gio mal in echt zu treffen, weil ich ihr schon sehr lange folge tatsächlich auf Instagram und sie war super nett. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so nett ist. Also nicht, dass ich sagen will, dass ich schlecht von ihr gedacht hätte, aber jemand, der so gut ist, weiß nicht. Ich dachte einfach, sie ist anders, aber sie ist richtig nett. Und jetzt bin ich kaputt. Kein passendes Outfit dafür. Leute, meine neue Kamera ist angekommen. As you can tell, obviously. Ich bin immer noch sehr kaputt, aber ich war im Nagelstudio. I love my new nails. Ich habe diesmal einfach weißen French gewollt, aber noch so einen kleinen Twist. Und zwar habe ich so ein bisschen Glitzer drüber, der dann so aussieht wie so Schnee, der so glitzert, wisst ihr? Das war so ein bisschen so der Wintergedanke und der Christmas-Gedanke dahinter. Und ich finde sie sehr süß. Und ich sehe komplett zerranzt und zerzaust aus. Und ich fühle mich auch so, to be honest. Ich sitze gerade am Schreibtisch und schneide ein bisschen Video, weil ich eigentlich morgen noch mit dem Video live gehen möchte. Gleich gibt's Döni, Leute. Döni. Ich freue mich so auf Döni, wirklich. Ich habe so Bock auf Döni. Okay, ich schneide jetzt noch ein bisschen weiter und dann gibt's gleich einen Döner. Seid ihr mit veganer Soße? Hier. Ich habe mich eben fertig gemacht bzw. geschminkt. Es geht für mich in circa einer Stunde los zum Sport. Ich habe schon einiges auch im Haushalt gemacht, gefrühstückt. Heute ist voll der schöne Tag. Heute ist richtig, richtig gutes Wetter. Die Sonne scheint und das boostet meine Laune sehr. Ich habe auch einfach die gemütlichste Gammelkleidung an. Vor allem beim Sport genieße ich das dann immer sehr. Und gleich putze ich noch das Badezimmer schnell. Und dann geht's auch schon los. So, meine Lieben, ich muss gleich los. Aber ich muss noch eine Sache machen. Und zwar hatte meine Pole-Trainerin letzte Woche Geburtstag. Als guter Mensch habe ich ihr natürlich nichts geschenkt, weil ich es nicht geschafft habe zeitlich. Aber ich habe jetzt was. Ich habe immer total das schlechte Gewissen, weil ich es einfach so schlecht... Also ich bin so schlecht mit Geburtstagen. Ich vergesse sie.
Ich traue mich manchmal nicht, Leuten zu gratulieren. Frag mich nicht, warum. Dann traue ich mich manchmal nicht, Leuten Geschenke zu machen. Ich finde es so schlimm, Geschenke zu machen. Also ich bin richtig, richtig schlecht damit. Und ich versuche mich zu bessern. Aber es ist einfach ein Prozess. Und das Studio heißt ja Vanilla Sky. Deswegen habe ich hier einmal so ein Duschgel gekauft. Das riecht nach Mandelvanille. Ich hasse Geschenke machen. Ich habe immer Angst, dass es den Leuten nicht gefällt. Ich weiß nicht, ob das irgendwer relaten kann. Aber es ist immer ganz schlimm bei mir. Und das sieht einfach nur grauenhaft aus. Aber egal, Hauptsache eine Schleife ist dran. Dann habe ich ihr besorgt. Oh, die riecht so lecker. Eine Kerze. Vanilla Blossom. Die riecht natürlich nach Vanille. Okay, ein dann. Achso, ich habe übrigens auch noch Your Vanilla Time Badeschaum. Ich mag Sonntagabende nicht, weil sie bedeuten, dass morgen wieder alles von vorne losgeht. Ich will jetzt nicht negativ klingen oder sowas. Aber seitdem ich Vollzeit arbeite, verstehe ich dieses Hamsterrad. Ich mag meinen Job. Ja, das ist ja das Schlimme daran. Ich mag meinen Job. Und trotzdem fühle ich mich im Hamsterrad gefangen manchmal. Und habe das Gefühl, okay, morgen geht alles wieder von vorne los. Und es wird so anstrengend. Und ich hasse dieses Denken. Ich wollte niemals so ein Leben führen. Ich kann es euch jetzt erzählen, weil es jetzt schon in trockenen Tüchern ist. Ich werde nächstes Jahr nicht mehr 40 Stunden arbeiten. Halleluja. Danke. Danke. Und ich freue mich sehr drüber, wie man vielleicht merkt. Weil ich kann nicht mehr. Ich bin erschöpft. Ihr müsst verstehen, ich bin Mensch. Ich habe viele Hobbys. Ich habe viele Interessen. Und abgesehen davon möchte ich auch ein gesundes Leben führen, ja? Ich möchte ein gesundes Leben führen. Ich möchte für mich selber kochen und ausgewogen mich ernähren. Ich möchte regelmäßig zum Sport gehen. Ich möchte auch genug an die frische Luft kommen. Ich möchte auch zur Therapie gehen. Das gehört ja auch zu einem gesunden und glücklichen Leben für mich dazu. Und ich möchte auch meine Hobbys ausleben. Ich möchte auch Social Media weitermachen. Und auch noch meine Hobbys ausleben, wie lesen, mein Bullet Journal machen. You know the deal. Und sag mir, wie das möglich sein soll, wenn ich 40 Stunden arbeite. Es ist möglich. Ich sehe es ja, dass es möglich ist. Ja, ich gehe 40 Stunden arbeiten. Montags gehe ich zur Therapie. Dienstags war ich eine lange Zeit lang immer beim Sport. Mittwochs habe ich mein Video geschnitten. Donnerstags war ich beim Sport. Dann habe ich Freitag abends nichts gemacht und Samstag irgendwie so ein bisschen Action gehabt und sonntags nochmal zum Sport oder so und geputzt. Putzen muss man ja auch noch als Mensch, der erwachsen ist. Es kommen viele Dinge halt zu kurz. Erstens kommt zu kurz, dass ich nicht immer kochen kann. Habe ich literally keine Zeit für Freunde. Ich weiß nicht, vielleicht das letzte Mal mich mit einer Freundin getroffen habe. Oder mit einem Freund oder was auch immer. Ich habe gefühlt keine Freunde, weil ich keine Zeit habe, Freunde zu haben. Versteht ihr? Es ist anstrengend. Und ich habe dann drüber nachgedacht, okay, wie kann ich es ändern? Weil obviously habe ich drüber nachgedacht, so okay, wo kann ich weniger Zeit reinstecken? Stimmt, am Wochenende habe ich auch immer noch Videos geschnitten. Nicht nur Mittwoch, sondern auch noch am Wochenende. Und natürlich auch noch Videos aufgenommen, ne? Muss man auch noch bedenken. Und habe ich überlegt, will ich YouTube kürzen? Nein, ich möchte ein YouTube-Video die Woche machen. Möchte ich Sport kürzen? Nein, ich gehe zweimal die Woche zum Sport. Und es sollte auch so bleiben. Ich sollte ja eigentlich sogar noch mehr gehen, weil zweimal ist ja jetzt auch noch nicht so viel. Sollte ich Therapie kürzen? Ich habe eine Zeit lang versucht, nur alle zwei Wochen zur Therapie zu gehen. Hat auch nicht funktioniert. Ich sag's, wie es ist. Also, was kann ich kürzen? Gar nichts kann ich kürzen, außer das Arbeiten. Ab nächstem Jahr ist ja nur noch 4 Wochen. Es sind nur noch 4 Wochen und dann arbeite ich keine 40 Stunden mehr und ich mache einen Tag weniger und ich freue mich. Und ich bin auch sehr dankbar, dass das alles finanziell klappt. Beziehungsweise ich bin eigentlich ja positiv, dass es klappen wird. Hoffe, dass es klappen wird. Wissen tue ich hier noch gar nichts, ne? Also nur um das erstmal festzustellen. Wissen tue ich gar nichts. Aber nach meiner Einkommen-Ausgabenliste müsste es auf jeden Fall klappen, auch wenn ich gar kein Geld nebenbei verdiene. Und ich habe auch schon neue Pläne, wie ich noch nebenbei Side-Hustle-mäßig Geld verdiene. Und das Ding ist, ich habe dann gedacht, okay, aber wird mich der eine freie Tag mehr glücklich machen? Wird das mich mehr entspannen? Aber man muss es mal so sehen, es ist ja nicht nur ein Tag mehr, den ich frei habe, sondern es ist auch ein Tag weniger, den ich arbeite. Arbeite 4 Tage und habe 3 Tage frei. Guck mal, 4, 3. 4, 3 ist nur ein Tag Unterschied. Und jetzt mal der Unterschied 5, 2. Müsst ihr euch mal vorstellen. 5 zu 2 und dann 4 zu 3. Also die Ratio. Arbeitstagen und Freitagen. Versteht ihr? Ich glaube, ihr versteht. Also Leute, ne? Lebt euer Leben. Ich sag's gerne auch immer wieder. Designt euch euer Leben, wie es euch passt und gut tut. No judgment, wenn ihr 40 Stunden arbeiten wollt und dann das Geld, was ihr damit verdient. Weil natürlich verdient man mehr Geld, wenn man 40 Stunden arbeitet. No judgment, wenn ihr glücklich damit seid, dass ihr dann, ja, wenn ihr abends keine Termine mehr habt und jede Woche, jeden Abend chillen könnt und am Wochenende feiern gehen könnt und was auch immer. No judgment, aber es ist kein Lebensstil, der zu mir passt. Ich bin Mensch, ich mache unter der Woche fast jeden Abend irgendwas. Ob es jetzt halt Therapie ist oder Sport ist oder Videoschneiden ist. Und die Wochenenden sind für mich immer viel zu kurz. Ich merke es ja jetzt schon wieder. Es ist Sonntagabend und ich bin schon wieder so. Und das will ich nicht. Ich will mich gut fühlen, weil ich habe nur dieses eine Leben. Ihr habt auch nur dieses eine Leben. Und deswegen macht was Gutes draus und macht was draus, was euch gut tut. Und es ist egal, weil ich habe auch Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, du bist einfach nur faul. Du bist einfach nicht durchhaltefähig. Bitch, ich bin ja die letzte Person, die faul ist. Ich meine, ich
Ich mache es ja alles. Ich arbeite 40 Stunden. Ich mache ein scheiß Video. Ich mache dies. Ich gehe zur Therapie. Ich mache Sport. Ich bin nicht faul. Ich weiß nur, was mir gut tut und was ich brauche. Und jetzt wird es Zeit, weiterzulesen. Wer kommt denn da?